Der Schröder-Refraktor wurde mehr als 120 Jahre von Bonner Astronomen für die Beobachtung des Sternhimmels eingesetzt. Das Teleskop war 1874 von Friedrich Wilhelm Argelander bei dem Hamburger Optiker Hugo Schröder bestellt worden. Eduard Schönfeld nahm dieses Gerät in Betrieb, nachdem er 1875 Nachfolger von Argelander geworden war. Das Fernrohr besitzt ein zweilinsiges Objektiv mit einer Öffnung von 15,9 cm und einer Brennweite von 193 cm. Der Tubus ist aus Mahagoniholz gefertigt. Das Gerät stand im Ostturm der alten Sternwarte. Schönfeld benutzte das Teleskop zur Vollendung der Bonner Durchmusterung, die Argelander 1852 ins Leben gerufen hatte. Bei der nördlichen Durchmusterung hatten die Bonner Astronomen noch mit einem kleinen Kometensucher gearbeitet, der eine Öffnung von 7,7 Zentimetern und eine Brennweite von 65 Zentimetern besaß. Argelander, Schönfeld und weitere Mitarbeiter konnten 1863 den nördlichen Teil der Bonner Durchmusterung veröffentlichen, der Positionen und Helligkeiten von 324.198 Sternen des nördlichen Sternhimmels bis zu einer Deklination von minus 2 Grad enthielt. Eduard Schönfeld begann 1875 mit dem Schröder-Refraktor die Erfassung von weiteren südlicheren Sternen. Nachdem er nur mit technischen Hilfskräften 133.659 zusätzliche Sterne bis zu einer Deklination von minus 23 Grad katalogisiert hatte, erschien 1886 sein südlicher Teil der Bonner Durchmusterung. Im Jahr 1956 kam das Teleskop wegen der geringeren Lichtverschmutzung in der Eifel zum damals neu gegründeten Observatorium Hoher List in die Vulkaneifel. Der Refraktor wurde mit zwei kleineren Kameras bestückt. 1956 gelang Carl Wilhelm Schrick an diesem Gerät eine Aufnahme des berühmten Kometen Arend-Roland mit Gegenschweif. In den letzten Jahren am Hohen List wurde der Schröder-Refraktor für Studentenpraktika und Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt. Nach der Schließung des Observatoriums kam das Instrument im Juli 2013 wieder nach Bonn und wurde nach kleinerem Umbau 2014 in der Sammlung historischer Himmelsaufnahmen der Bonner Universität aufgestellt.